Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Spellforce 2 Shadow Wars. Wie versprochen werden wir uns in dieser Aufnahmesession einmal darum kümmern, unser Optionsziel zu erlangen. Wir müssen den Bund hier vernichten schlagen und ich denke mal, dass uns das in dieser Aufnahmesession auch auf jeden Fall gelingen wird. Wir haben hier ja schon eine sehr stark etablierte Basis. Unsere Verteidigung steht wie eine Eins. Und ja, Ressourcen haben wir genug. Von daher würde ich doch einfach mal sagen, wagen wir uns mal ran. Gespeichert habe ich ja. Das heißt im Prinzip, selbst wenn wir hier versagen sollten, was recht unwahrscheinlich ist, dann können wir einfach neu laden. Wir müssen Sorok befreien und herausfinden, was hier in der Tuskari-Wüste eigentlich abgeht. Wir haben hier auch noch Lenia, wie wir gerade sehen. Das heißt, das können wir auch im Prinzip alles abernten dann, wenn es soweit ist. Und da sind meine Truppen gerade schon dabei, ein paar der gegnerischen Angreifer heranzuziehen. Und wir müssen uns vor allem um die Titanen kümmern. Wir müssen außerdem Leutnant Reto ist da. Och, das wird schon alles klappen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass der Eisenfürst nicht stirbt. Das ist nämlich das oberste Gebot hier. Dann ist sofort alles verloren. Den Schlechter wollte ich eigentlich retten, aber das hat nicht funktioniert. Wir haben bisher zwei Einheiten verloren. Das ist ganz gut verlaufen hier, muss man sagen, bisher. Diese Gruppenheilung da von Lya erfüllt auch sehr super ihren Zweck. Und unser Titan ist wirklich unfassbar stark. Den können wir eigentlich mal heilen. Jetzt habe ich aber aktuell gerade nicht so viel Mana. Dann kann mal mein Hauptheld einspringen, der ja Gott sei Dank auch so ein bisschen Heilung beherrscht. Das hat sich eigentlich immer ausgezahlt. Da ist Leutnant Reto, der ziemlich dumm aus der Wäsche guckt. Wieso greifst du nicht mal selbst zum Schwert? Vielleicht hättest du irgendwas retten können. Der Kommandant, bringt ihn her. Was treibt ihr an unserer heiligen Stätte, Lichtkrieger? Wir wurden gesandt, die heilige Flamme von Agna zu suchen. Jene, welche die Schamanen befähigt, Schatten zu sehen. Aber wir fanden nur diese Spinnen. Spinnen. Wie viele von euch sind noch hier? Unser Basislager ist im Nordosten. Aber sie haben uns aufgegeben und die Tore geschlossen. Einige haben sich noch auf die Felssäulen gerettet, als die Spinnen kamen. Hört ihr? Die Spinnen! Sie werden wiederkommen! Bald! Die Grabwächter greifen alles an, was lebt. Nelchaka, wir müssen eine Verteidigung errichten. Sprecht mit Sorok. Nur er weiß, wie die Spinnen zu bändigen sind. Ich will ja nun wirklich nichts sagen, aber wenn ich bis jetzt noch keine Verteidigung hätte, dann wäre das schon etwas merkwürdig. Wir haben hier einen Sergeant Sim, der einen prächtigen Alamantring hat. Wir haben hier ein Haupthaus, das auch schon zu den Clans gehört, wie wir sehen. Wir müssen unbedingt mit diesem Sorok sprechen, denn nur durch ihn können wir offenbar die Spinnen bändigen, die heiligen Grabwächter in Tuskari sind. Hey Sorok! Sag mal was, irgendwas Nützliches, was Hilfreiches. Sorok der Bewahrer, ihr könnt diese Spinnen aufhalten? Die Lichtbeter haben die Geister erzürnt. Wir müssen an den Gräbern Seelenopfer darbringen, um sie zu besänftigen. Und was für Seelenopfer? Gibt es keinen anderen Weg als ein Opfer? Der einzige andere Weg ist, Shigala, die Mutter der Wächter, zu beschwören und zu töten. Aber das ist Frevel. Lasst uns Shigala erschlagen. Ja, das sollten wir tun. Lasst uns Shigala erschlagen. Ich tue es nur um meiner Lebensschuld willen. Ich werde die Ahnen für euch um Vergebung bitten. Kommt. Shigala muss an der größten Grabstätte beschworen werden. Schützt uns vor den Wächtern, bis wir dort sind. Ja, ich nehme mal an, dass man wahrscheinlich auch irgendein Opfer hätte bringen können, aber ganz ehrlich, so wirklich tun will ich das eigentlich nicht. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, dass wir Shigala töten werden.
Shigalla wird wahrscheinlich hier am Zarach-Tempel beschworen. Der Zarach-Tempel ist übrigens, soweit ich weiß, ein Ausbildungsgebäude. Oh, da geht's ja richtig zur Sache gerade. Das ist schon nicht ohne. Wir müssen uns durch diese Spinnen hier durchkämpfen. Es sind jede Menge. Allerdings sind sie zu schwach für meinen großen Trupp, der einfach viel, viel mächtiger ist als alle Spinnen, die hier beschwören werden könnten. Da ist auf jeden Fall noch eine Truhe, die wir looten können. Mal gucken, ob wir das jetzt direkt machen. Diese Spinne nervt mich da ziemlich. Wir sollten noch einige Einheiten produzieren. Einfach nur, um hier nicht ins Hintertreffen zu geraten. Und ihr tötet mal eben diese Dunkelläuferspinne. So, Rock, bleib doch mal eine Sekunde stehen, verdammt. Was für ein Horst. Warum wartet er nicht mal einfach für einen Meter? Vielleicht wird er noch angegriffen und ich kann nichts dagegen tun, weil ich einfach zu langsam bin. Ich habe hier auch eine ganze Armee. Okay, die können also wieder zurück. Wir haben hier oben ja noch einen Trupp, sehe ich gerade, der sich da um diese Seite kümmert. So, Rock! Trink doch mal Actimel! Denn Actimel aktiviert Abwehrkräfte! Du Idiot! Er hat gerade so überlebt. Naja, gut. Okay. Es hätte auch ins Auge gehen können. Oder ins Ork-Gesicht hätte es auch gehen können. Ja, ich glaube, damit ist größtenteils die Tuskari-Wüste auch schon abgeschlossen. Wir werden jetzt hier noch die Shigalla besiegen. Und dann kann es sein, dass wir noch gegen den Bund kämpfen müssen. Das ist schon so lange her, ich weiß das gar nicht mehr genau. Aber selbst wenn. Wie gesagt, wir haben so viele Rohstoffe. Wir haben eine etablierte Basis. Im Prinzip kann uns hier nichts mehr gefährlich werden. Mittlerweile haben wir auch Sorok aufgeholt hier. Haben uns ein kleines Vorsprüngchen erarbeitet. Wahrscheinlich wird er hier rumgehen. Oh, er geht tatsächlich links rum, ja. Da ist auch noch eine Truhe. Gucken wir uns mal an, was da drin ist. Gefestigte Lederkappe der schnellen Erholung, Level 20. Das ist ja nun definitiv unter meinem Level. Das ist absolut unter meinem Niveau. Jetzt haben wir hier den nächsten Drachenschrein. Von hier kommen die Spinnen also auch. Oder sie patrouillieren da viel eher. Nord Canyon nennt sich dieser Reisestein. Ach, der Zarach-Tempel ist da unten. Okay, müssen wir also da oben lang oder wie sieht das aus? Wo ist denn Sorok? Macht der Typ überhaupt irgendwas? Steht er hier irgendwo? Ich sehe ihn nicht. Sorok. Ist er dazwischen? Achso, da ist er. Okay. Wir müssen also wirklich hier lang. Oh mein Gott. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Es kommt mir übrigens nicht so vor, als würden wir den richtigen Weg gehen. Oder müssen wir da hinten irgendwo Richtung Süden wieder marschieren? Das kann natürlich auch sein. Wie sieht das denn gerade eigentlich in unserer Basis aus? Da ist alles in Ordnung. Wir haben mehr als genug Truppen. Da haben wir wirklich gut vorgearbeitet. Von dort oben spawnen sie auf jeden Fall. Jede Menge von ihnen. Mehr bietet diese Karte auch irgendwie nicht. Also ich meine, es ist wirklich eine große Karte. Aber sie ist nur voll von Spinnen. Stellt euch mal vor, ihr würdet The Witcher 3 spielen. Und die ganze Open World wäre nur mit Spinnen vollgepflastert.
Ganz toll. So nenne ich eine... Ja, das nenne ich eine absolut lebendige Spielwelt. Da oben ist ihre Höhle. Kann ich nicht einfach irgendwie einen Stein davor schieben oder so? Das wäre doch eine recht einfache Lösung. Und jeder wäre damit zufrieden. Greift sie an. Diese trächtige Spinne. Sorok! Herrschaftszeiten! Da ist übrigens noch eine Truhe. Ich muss mich um alle Truhen nochmal kümmern. Wenn die Zeit gekommen ist. Erstmal muss ich dafür sorgen, dass dieser Typ nicht stirbt. Der scheint echt einen Todeswunsch zu haben. Komm schon. Welcher Canyon ist das hier? Shigalas Bau, okay. Wir sind also angekommen. Das wirklich selbst kämpfen kann der ja auch nicht. Ich meine, der kommt nicht mit so einer kleinen Scheißspinne hier zurecht. Mann, warum denn immer die Trächtigen? Silber! Warum denn so viel? Ach, da oben ist wahrscheinlich das Lager des Bundes. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem Lager des Bundes noch Probleme kriegen sollte. Okay, der Eisenfürst wartet hier. Das ist ganz praktisch. Wie wär's denn mal, wenn wir hier noch einen Alchemisten bauen? Dann können wir da wenigstens noch mal ein bisschen Lenia sammeln. Falls wir noch mal ordentlich was nachproduzieren müssen. Ich hoffe mal nicht, aber... Man soll ja niemals nie sagen. Und Shigalas Bau ist ganz nah. Keine Ahnung, wie stark sie sein wird, ob sie wieder so eine Art Boss wird wie Naugron. Naugron war schon wirklich nicht schwach, das muss man sagen. Ich habe ordentlich an ihm zu kämpfen gehabt, bis ich die richtige Herangehensweise herausgefunden hatte, beziehungsweise mich auch danach gerichtet hatte. Man neigt dazu, Gegner hier in Spellforce zu unterschätzen, weil man nicht mit einem richtigen Bosskampf rechnet. In den meisten Fällen zumindest nicht, aber... In diesem Fall war es dann doch mal so. Aber ich glaube nicht, dass Shigala so sein wird. Kommt schon wieder... Spinne raus. Fechtklinge des Lebensdiebs. Das klingt doch gar nicht mal schlecht. Vielleicht sogar was für meinen Hauptcharakter. Gucken wir uns später mal an. Sorok müsste gleich auf jeden Fall in Position gegangen sein. Shigala, große Mutter, ich befehle dich zu mir. Im Namen Sarachs, erscheine. Sie ist hier. Nun besiegt sie, wenn ihr könnt. 17.500 Leben klingt jetzt nicht nach einer sehr, sehr großen Herausforderung, wenn man mal ehrlich ist. Gut, das wird schon eher ein Problem. Allerdings, ihr seht... Sie ist schon tot. Wir können uns um die Diener kümmern. Oh mein Gott. Ich hätte nichts übertreiben dürfen. Das ist eine riesige fucking Armee aus Spinnen. Aber gut, die Reihen lichten sich. Ja, und damit wäre auch das geschafft. Die Spinnen sind fort. Holen wir uns das Orkdorf zurück. Schickt die Greifen los. Greifen, sie kommen von den Felsen her. Großer Verschlinger, steh uns bei. Shaikan, mit der Macht des Zarach-Tempels könnt ihr Totems herbeirufen. Vernichtet die Greifen und ihre Lager. Das ist der Moment, an dem wir Totems erhalten. Und da sind sie auch schon. Eine ganze Meute. Das sind richtig, richtig viele. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen die Greifen her? Aus welcher Richtung kommen sie? Spinnen dürften jetzt eigentlich an sich nicht mehr auftauchen. Ich werde mich jetzt auch mal darauf konzentrieren, hier die Truhen noch zu looten. Hier haben wir unsere Totems.
Und da haben wir das Lager des Feindes. Und wie wir sehen, produziert er auch fleißig Units. Wir müssen gleich mal gucken. Da oben ist das Portal sogar, was uns hier wegbringt. Was unsere Mission ist. Hammer und Amboss. Zerstört den Außenposten des Bundes und sichert das dort befindliche Portal nach Drachluis. Ist also nicht mehr wirklich fern. Es handelt sich nur noch um Axtkopf eines gewaltigen Schlachtbeils. Okay. Da sind auch Magier. Macht sie mal kalt hier. Von dort kommen sie also, ja? Ist das so? Soll das so? Wenn ja, dann sind sie ziemlich doof. Denn ich habe ordentlich Fernkampfpotenzial, um die alle niederzuschächen. Diese Meckrigen! Ich kann hier einfach mal meine Totems nehmen und in meine Base stellen. Oh, da kommen Magier. Oh, da sind sie tatsächlich. Der wird allerdings wahrscheinlich sterben. Ich habe nämlich auch hier ordentlich Fernkampfeinheiten. Fliegt zurück, Totems. Ja, wie gesagt, die Karte, wo wir die Totems bekommen, eine wirklich starke Anti-Flugeinheit. Gerade für Magier besonders gut geeignet. Konter zu den Magiern. In dem Sinne. Sammelt die Truppen. Wir machen einen Ausfall und fegen sie weg. Echt? Die Lichtbäder haben die Tore geöffnet. Ihr Heer greift an. Damit werden sie verwundbar. Jetzt könnt ihr in ihr Lager eindringen. Vielleicht will ich auch erstmal mein Lager verteidigen. Zumindest so ein bisschen. Du, Honk. Ja, okay. Aber zuvor muss ich erstmal zurückgehen. Und das ist auch schon ein kleiner Weg, den ich da gehen muss. Mann, ich hasse die. Geht doch. Was soll das? Magier. Kommt mit. Hier fliegen überall nur Magier rum. Ich habe keine Ahnung, wo die Truppen sein sollen von denen. So, zurück zur Base. Wir sammeln dort unsere Truppen. Wir dürfen ja jetzt eigentlich keine Angriffe mehr von den Spinnen erwarten. Ah, das ist... Ah, fuck, der Eisenfürst darf nicht sterben, oder? Ja. Blöde Situation. Siedlung der Bewahrer ist das. Blöde Situation. Wir müssen mal eben... Ich muss mal meine Geschwister herbeirufen, du... Honk. Zumindest... Zumindest Lia. Sie muss nämlich den heilen. So. Okay, hier kommen langsam ein paar Truppen des Bundes an. Unsere Truppen kehren hier langsam alle zurück. Es gibt hier wahrscheinlich noch recht viel zu erkunden. Lass meine Typen in Ruhe. Ja, mit den Totems gehen die dann ziemlich schnell kaputt. Keine Ahnung, wie viele Magier dann noch geschickt werden. Ich hoffe nicht so besonders viele, die nerven nämlich schon tierisch. Da unten kann ich wahrscheinlich auch noch weiter suchen. Da bin ich jetzt gar nicht näher drauf eingegangen irgendwie. Ich habe eigentlich, wie gesagt, ein Heer erwartet. Wo gehen die denn lang? Was ist das denn für eine Kacke? Na gut. Ich beschwere mich nicht darüber. Geht einfach mal dahin. Und ihr bleibt mal bitte hier. Ich will nämlich gucken, was sich hier hinten noch befindet. Das hatte ich vorher nämlich versäumt. Könnte ja sein, dass wir hier noch eine Art Truhe oder so finden. Irgendwas Besonderes, was wir brauchen. Raptoren. Bam. Noch mehr Raptoren. Ja, und wie ich sehe, ist damit auch diese Aufnahme eigentlich schon wieder vorbei. Hat mir wie immer Spaß gemacht, Spellforce 2 zu spielen.
Wir nähern uns so langsam dem Ende von der Toskari-Wüste und können dann direkt einsteigen in Drachluhe. Das wird interessant. Oh, da ist also eine Verbindung hier quasi. Das wird sehr interessant auf jeden Fall. Oh. Zurück. Zurück. Zieht sie zu den Türmen. Okay. Habe ich gerade irgendwen Besonderes getötet? Ich verstehe nämlich nicht, warum ich ansonsten Punkte dafür kriegen sollte. Sind alle eine Stufe aufgestiegen. Diesen Angriff müssen wir jetzt nochmal eben zurückschlagen. Ansonsten kriege ich hier wirklich Probleme. Lager des Eisensturms ist hier oben. Okay. Hol mal alle herbei. Fangen wir mit dem an, dann mit dem. Mit dem. So. Und dann auf den Titan. Euch kann ich jetzt eigentlich mal abziehen und definitiv hier zu meinen Streitkräften wieder hinzufügen. Denn ich verliere gerade so ein bisschen was. Und das passt mir eigentlich gar nicht. Hossa! Vernichtet ihn! Und der Titan fällt. Aber das scheint denen überhaupt nichts auszumachen. Denn es sind noch viele Einheiten des Bundes über. Und da kommen auch noch mehr. Die kommen alle so zerstreut. Ist alles ein bisschen merkwürdig. Da kommt der kleine Trupp von Schattenlied. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir einfach mal die Aufnahmesession. Wir haben ja jetzt im Prinzip den Angriff soweit abgewehrt. Hier kommen noch ein paar, aber ich denke mal, dass der Bund sich nicht wehren können wird, wenn wir erstmal loslegen. Alleine unsere Helden sind ja schon so mächtig. Was soll da noch groß passieren? Auf meine nächsten Videos gilt natürlich anschauen, freuen und kommentieren. Seid wie immer aktiv mit dabei, wenn es das nächste Mal heißt Let's Play Spellforce 2 Shadow Wars. Und dann werden wir die Toskari-Wüste beenden und nach Drachluhe gehen. Und da kommt die Story langsam so richtig in Fahrt. Denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure. An alle Nachhilfs-Sherlocks da draußen oder Nachwuchs-Sherlocks da draußen. Welches Spiel könnte ich wohl meinen? Wir werden das Paket jetzt einfach mal auspacken. Ich habe das schon hier stehen und natürlich noch nicht angerührt. Wie Koro-Sensei! So geht das nicht weiter. So kann ich nicht arbeiten. Nun haben wir hier also besagtes Paket und werden uns jetzt nochmal im Detail angucken, was es mit diesem Ding überhaupt auf sich hat. Was mag wohl drinstecken in diesem...